Entschuldigung, wo finde ich denn die Spieltabs? Gamers Only ist jetzt in über 500 Rewe-Märkten in ganz Bayern-Baden. Einfach mal abchecken. Wir haben für euch im Angebot Lemon, Aktiv, Pfirsich, Wassermelone, Cola und den OG-Shaker. Noch dazu, checkt es ab und wir haben jetzt eine Aktion mit Gamers Only gemeinsam. Und zwar könnt ihr eine Dose einkaufen bei Gamers Only, das Ganze einscannen, hochladen. Ja, wahrscheinlich auch einscannen. Einfach nur abfotografieren und hochladen und ihr habt die Chance auf über 500 Wertgutscheine im Wert von 50 Euro und eine PS5 mit einem Performance-Pack. Noch dazu, checkt das Ganze aus. Kuss geht raus, Rewe, beste Arbeitgeber. Ich arbeite hier an der Kasse, vielleicht erwischt ihr mich. Kuss geht raus. Kommen wir jetzt zum Vergnügen. Knossi wird Ninja Warrior auseinandernehmen. Baby. Wir gehen rein. Ich wäre so gerne Millionär, dann bräuchte ich kein Auto-Leasing mehr. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Du bist dumm. Dann hör mir mal zu. Es gibt Menschen, die spenden Montana Black ihr Geld. Das Video fängt damit an, dass er im Grunde jenen, der mir Geld spendet, als dumm betitelt. Ah, hungriger Hugo, bester Mann, Bruder. Danke dir für 100 gegiftete Subs. John mit einem gegifteten Sub. Kommt jetzt gerade ein bisschen schlecht, nachdem 100 gekommen sind, Bruder. Da wäre ich stinksauer, wirklich. Wäre ich da Miggi gewesen, was ich gesagt habe, das ist Bodyshaming, Hugo. Schäm dich. Schäm dich, was du in unserer Gesellschaft etablierst, ja? Du kannst immer ein Beispiel, vielleicht auch an mir nehmen. Weißt du, wenigstens kommen da Amach-Sprüche. Dinge, wo du mal in DM reinsliden kannst, Hugo, ja? Das sind die wichtigen Dinge. So, jetzt ist Schluss. Oh mein Gott. Ist das assi, Alter. Und sein Hund hat mehr Geld als wir alle. Aber es gibt einen Hund auf der Welt, der noch krasser ist. Ehrenbruder Kylo hat heute Geld. Wie wahre Legenden sich für Ninja Warriors bewerben. Oh, der Song Dua Lipa. Boah, ich weiß nicht. Oh nee, ich will auch über Dua Lipa jetzt einfach auch in dem Stream hier kein Wort drüber verlieren, Mann. Warum pausiere ich da überhaupt? Ich weiß nicht, Mann. Ich kann euch nur eins sagen. Dua Lipa finde ich wirklich umwerfend und ich hoffe, dass ihre Beziehung sehr, sehr lange geht. Ich schmeiß kein Auge, ich gönne sehr. Der Song so Abfuck. Mir geht zwar eine Minute auf die stille Treppe für die Aussage. Verstehe ich gar nicht. Sigi hat sogar erzählt, dass er Dua Lipa mal gesehen hat bei irgendeiner TV-Sendung und ich kam nicht klar. Und er meinte so, ja, die fällt nicht auf. Ich so, was, die fällt nicht auf? Ja, die ist so, was hat er gesagt? Ich weiß gar nicht. Er meinte auf jeden Fall, dass sie nicht auffällt und ich meinte so, Digga, okay, ja. Bereitest du dich auf deine Teilnahme vor? Wir schreiben mit Rot. Gar nicht. Hast du ein Motto? Natürlich hat er ein Motto. Kommt, wie es kommt, aus dem Bauch wie Kacke. Mein Motto! Es kommt aus dem Bauch wie Kacke! Gut trainiert, normal trainiert, wenig trainiert. Wir machen noch ein Kästchen dazu. Gar nicht trainiert. Nimmst du regelmäßig Medikamente ein? Ja. Nasenspray. Nein. Wie heißen die blauen Tabletten nochmal? Viagra. Wie schreibt man Laktoseintolerant? Schreibt mir bitte in den Chat. Status? Single. Hugo. Ach, Hugo. Hugo. Du brauchst doch bestimmt einen Weghustenbonbon. Boah, ich glaube, Hugo braucht einfach Hilfe, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob er einen Hustenbonbon reicht. Wildkirsche, das tut gut. Ey, Hugo hat gar keinen bekommen, WTF. Lass dich nicht verarschen, Hugo hat keinen bekommen, dein Vater hat den Scheiß weggesteckt. Ist das der Hugo von Hungriger Hugo? Nee, ist es nicht. Gewicht, Kilogramm. Soll ich mich kurz wiegen gehen mit Kamera? Soll die Kamera mit? Komm. Ja, wir wiegen uns. Ich schätze 92. Jetzt live, scheißegal. 92. Damn, boy, he's big. 95 Kilo. 95 Kilo. Stimmt doch was nicht. 95 Kilo. Ich träume, ihr könnt das Edi gerne der Eierkopf fragen. Edi der Eierkopf, was träume ich jeden Monat mindestens einmal? Richtig schlimm. Edi träumt immer davon, als 80 zu sein. Jetzt hast du aber einen rausgehauen, ne?
Als Eli da war, musste ich euch, okay, ich sage euch jetzt mal, so wie es ist. Als ich Eli vor kurzem getroffen hatte, auch da, als die beiden, also Sydney und Eli ihren Flug verpasst haben und hier gepennt haben, als ich Eli das erste Mal gesehen habe und Eli, der Moment ist nur für dich, mein Lieber, ja? Dave, romantische Musik auch. Von allem, was ich gedacht habe, habe ich gedacht, Eli ist kleiner. Als ich Eli gesehen habe, dachte ich so, okay, krass, so klein ist er gar nicht, wie immer alle sagen. Eli, lass dir nicht sagen, du bist ein ganz großer. Ein ganz, ganz großer. Wirklich größer, als man denkt. Alexandra auseinander mit 5 gegifteten Subs. Danke dir, Alexandra auseinander. Was sind deine Hobbys neben dem Sport? Ich streiche mal das Sport durch. Rauchen. Nope. Sticker zur EMW. Nein! Die Ronaldo in Russland eingeklebt! Angeln. Oh mein Gott, guck mal, wie ich den Fisch gefangen habe. Modern in the World. Nozzi lernt bei jedem Spiel, lernt er dazu, Chuck. Er ist noch ein Frischling und Anfänger in dem Spiel. Wir sind zu schnell für ihn, in Anführungszeichen. Ich bin bei euch der Dicke, der hinterherläuft, der ab und zu auch mal mitmachen darf. Andere schreiben da rein, lesen, reiten, halt doch deine Randblatt. Was für lesen und reiten? Lüg doch nicht. Mario Kart. Ja! Modern in the War. Ja! Poker. Ja! Oh mein Gott! Telefonnummern von prominenten Freunden lecken. Feuriger, hä? Ich hab deine Nummer hier, soll ich die mal lecken? Hi. I'm single like a Pringle. Do you have a boyfriend? Yes. All of you? All of them. Ah, okay. Yeah, that's okay, because I'm not interested into girls, I'm homosexual. Knossi reagiert. Hey Hugo, wenn ich mal in dem Video nicht vorkomme, oder ich bin der Letzte, der dir böse ist, was war das denn? Was war das für ein Ausschnitt, Hugo? Auf feuriger Hugo. Was ist so geil, was passiert, Hugo? So, erstmal eine Runde Rasenmähen. Oh, Rasenmähen. Das liebe ich, jawohl. Viel zu hoch, die Wiese. Und mal rausholen den Meer. Bruder, Rasenmähen erinnere mich auch immer an die guten alten Zeiten bei Omi und Opi, wo ich... Oh, nee, nee. Oh, zum Katzen, Junge. Schlüssel vergessen. An die guten alten Zeiten bei Omi und Opi, wo ich für einen Zehner den Rasen gemäht habe. Mir Omi einen Zehner zugesteckt. Dann war der Tag gerettet. Zehner für Weed gehabt. Ja, und dann ging das Spiel am nächsten Morgen vor wieder los. Oh, ich lieb den so hart. Bruder, ich weiß nicht warum, mich holt es einfach ab. Ich sag euch, wie es ist, mich holt es einfach jedes Mal ab, Mann. Dann war der Tag gerettet, 10er für Weed gehabt. Ja, und dann ging das Spiel am nächsten Morgen vor wieder los. Naja. Ist Barca Elon dein Lieblingslied? Barcelona! Sprechen lernen mit Memo. Er sagt ganz oft Dai Dai. Dai Dai. Oha. Oha. Schmutz. Schmutz. Yalla. Yalla. Was sagst du noch? Isso digi. Isso digi. Er sagt das so oft. Isso digi. Isso digi. Isso digi. Isso digi. Isso digi. 187 hast du 187 sagt er jetzt auch ganz oft, warum auch immer. 187. Bin dann mit 16 nach Hamburg gezogen. Wegen 187? Nein, ich bin nicht wegen 187 nach Hamburg gezogen. Bist du krank nach 187? Ey, du stellst es wirklich so da, als wäre ich deswegen hergezogen. Nein, ist aber nicht so. Lüg doch nicht. Du bist wegen 187. Das ist so auf, ich stress dir. Und jetzt hat Memo noch ein neues Wort gelernt, während er auf entspannt 15.000 Euro gewonnen hat. Okay, 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 nur noch ein Ding. Ja, wie viel sind das? Ist das jetzt 15? Boah. Ich will noch eine Sache sagen. Automatschmutz. Automat, ganz, ganz großer Schmutz. Ich will mich jetzt hier nicht irgendwie so gut darstellen. Ja, als ich in Tschechien war, habe ich auch mit Jens Slot gespielt. Ich sage euch nur eins, die Scheiße ist derbe langweilig. Du wartest auf Freispiele, bekommst Freispiele, nichts, die Bank gewinnt immer. Wer an sowas interessiert ist, meinetwegen, spiel mit deinen Homies. Ne, keine Werbung dafür, aber an so einem Blackjack-Abend, entspannt vielleicht auch und macht einen Homie-Dealer. So, ne? Hat man mehr davon. Maschine macht traurig und kaputt. Guckt euch mal die Menschen da an, die da zum Teil sitzen und leider Gottes ihre Sucht verfallen sind. Also sowas wünscht man niemanden. Ehrlich. Musk ist der zweitreichste Mann der Welt. Aber scheiß auf. Erinnert mich ein bisschen an das Bild, wo ich damals vorm PC saß. Der deutsche Elon ist viel besser. Ja. Moin. Du kleiner Mann. Ist der das, der einfach Amazon gegründet hat und Twitch gekauft? Das ist der. Alles ist möglich in diesem Leben. In der Drachenlord-Szene streuten einige Hater das Gerücht, Rainer würde in seinem Stuhl feststecken. Ist sogar ganz locker hier. Also warum soll ich im Stuhl festhängen? Direkt wurden erste Memes erstellt.
Maxim, jetzt bleib ich an einer Kante hängen. Hä, warum? Ich bleib in dem Stuhl überhaupt nicht stecken. Hier, schau mal. Das ist so Quatsch, was du sagst. VGA ist einfach folienorientierter und warter eher Case. Also Bruder, das halte ich für Spaß, was du da erzählst. Max sagt auch ein bisschen was, dass ich nicht ganz so doof dastehe. Ja, also das stimmt schon, dass VGA sehr, sehr viel Wert auf die Folie legt. Geil, liebe ich. Das ist nicht schon ganz weit hergeholt. Der Toni hat mir schon locker 50% Leben gezogen. Wer hat auf Mykonos den besten Putin-Walk hingelegt? Schreibt's in die Kommentare. Wer war das? Ich schätze einfach mal jetzt rein aus dem Bauchgefühl, würde ich schätzen. Max? Nein, das ist ja nicht. Steh mal auf, bitte. Nein. Bitte steh mal auf. Oh mein Gott. Hä? Wo sind Lazzo und Max? Ja, von den Teilnehmern. Ja, save Mickey dann. Save Mickey. Geil. Bei mir, der Laufband ist ja gar nichts. So. Hey, Sid, steh mal auf, bitte. Nein. Bitte steh mal auf. Sid, nee, finde ich auch nicht. Lazzo finde ich auch nicht. Amar steht nur. Ich sage jetzt, wie gesagt, dass Mickey den besten Booty Walk hatte. Geiler Song, Mann. Holt mich immer wieder ab. Wirklich, Hugo, danke nochmal für meinen Auftritt. Einfach nur, als ich auf das Video von Mochi reagiert habe. Ey, Hugo, cooler Typ. Ich weiß zu schätzen. Danke, dass ich drin vorkommen durfte. Man muss ja auch irgendwie auf die 8 Minuten kommen. Sehe ich jetzt erst. Ey, alles klar. Die Episode war sehr, sehr oft Jens vertreten. Was ich auch sagen muss, freut mich. Ich finde es sehr geil, wieder öfters Jens zu sehen, auch mit geilen Einschnitten. Das mit Elon Musk und Jeff Bezos, das ist schon wild. Aber es ist Jens, ich hinterfrage gar nichts. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, mir hat es gefallen. Ich hoffe auch, wenn ihr es zum 7. Mal auf mehr Anzeigen gesehen habt, dass ihr es immer noch Baba fandet. Ey, ich frage mich auch, wenn man sich das 8-mal anschaut bei YouTubern, die darauf reagiert haben. Ihr wisst ja, was kommt. Achtet ihr dann mittlerweile dann mehr auf die Reaktion vom Streamer? Ja, oder? Ihr schaut ja gar nicht mehr eigentlich das Video an, sondern ihr wisst, wie ihr ungefähr reagiert habt und schaut dann einfach nur auf den Streamer, wie was er sagt und wie er reagiert hat, damit ihr es vergleichen könnt und da sitzen könnt mit, ja Mann, genau dieselbe Reaction hatte ich auch oder, nee Mann, was labert der? Aber dafür lieben wir Recycling. Ist ja im Endeffekt nichts anderes.